Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute in dem Video zeige ich euch, wie man den neuen Fortnite-Shop, der kommt schon in 18 Sekunden, also heute wieder meine Live-Reaction. Falls ihr neu hier auf meinem Kanal seid, dann lasst gerne ein Abo da und gebt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben. Mal schauen, ob wir heute wieder die 3000 Likes knacken. Außerdem könnt ihr mich gerne als Creator eintragen, einfach hier Snox hier reinschreiben und in 3 Sekunden updatet sich schon der Shop. Mal schauen, was wir heute reinbekommen. Vielleicht einen neuen Emote, könnte ich mir vorstellen. Und okay. Krass. Der Backpack ist da für 1000 V-Bucks. What? What? Für 1000 V-Bucks bekommt man diesen Backpack? Crazy. What the fuck? Das kann ich gar nicht fassen. Okay, das ist mal sehr anders. What the fuck? Okay, also schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Ansonsten, wir haben heute 3 Sachen auf der linken Seite. Einmal das ganze Set von gestern, also den Wildcard-Skin noch, dann den Panzerknacker Gleiter hier für 800 V-Bucks und dann immer noch die 4 neuen Lackierungen, die man hier für 600 V-Bucks als ein Paket bekommt. Genau, so viel erstmal schon zur linken Seite. Dann noch diese Tierskins drin, der weibliche mit seinem Hasen, der männliche mit dem Hund. Dann das Flauschsegel für 800 V-Bucks, der Gleiter und auch noch die Hacke mit diesem Sound. Ja, es ist auf jeden Fall ein cooles Set. Und jetzt kommen wir zu dem, was mich heute echt irritiert. Und zwar einem neuen Backpack, den es heute einzeln im Shop gibt. Das hatten wir auch noch nie, dass wir also nur einen einzelnen Backpack drin hatten. Es gab ja mal dieses Dreier-Backpack-Set. Der Kaiserin-Backpack, also eine Katze ist das, oder ja, eine Katze mit so einer kleinen Krone. What the fuck, auf einem Sessel. Also, der ist auf jeden Fall ziemlich cool gestaltet. Ist auch ein bisschen größer, ist mal eine coolere Art und Weise, ein Haustier mitzunehmen, weil bisher waren das ja immer nur so, keine Ahnung, komische Behälter, die fand ich nicht so geil. Das schaut schon ziemlich cool aus. 1000 V-Bucks ist aber auch echt viel, muss man sagen. Also, ordentlicher Preis, aber ich denke mal, das ist besonders gedacht, um das so ein bisschen speziell zu halten. Gerade so was Königliches und was Besonderes zu haben. Also, ich werde es auf jeden Fall mal holen und außerdem werde ich den auch heute wieder an euch verlosen. Heißt also, ihr könnt den auch heute wieder gewinnen. Alles, was ihr tun müsst, ist einfach nur Snoxy als Creator eintragen und ein Hashtag Snoxy unten in die Kommentare schreiben. Und dann könnt ihr heute quasi diesen Backpack hier gewinnen. Ich denke, ich werde den sogar gleich zweimal verlosen. Also, können gleich 2 Leute den hier gewinnen, dass da ein paar mehr Leute die Chance haben. Auf jeden Fall ist das der neue Backpack. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem haltet. Ob ihr den gut findet. Oh mein Gott. Alter, die Katze hat gerade gegähnt und hat sich jetzt hingelegt. Schläft die gleich ein oder was? What the fuck? Okay, jetzt steht sie wieder auf. WTF, ey. Also ist auf jeden Fall cool animiert. Ist also nicht nur, sitzt nicht nur so rum, sondern ja, macht doch mal was Unterschiedliches. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr den findet, ob ihr den gut findet oder schlecht findet und ob ihr den auch ziemlich teuer findet, weil 1000 V-Bucks ist schon ein ordentlicher Preis dafür. Dann kommen wir aber schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Dort haben wir erstmal den aufgeweckt, nee, auferweckt Emote drin. Ja, der Zombie-Dance, ich feiere ihn sehr. Ich weiß, es gibt einige Leute, die den nicht so mögen. Ich habe den immer gern benutzt und würde ihn deswegen auch empfehlen. Den Maximilian würde ich eher nicht so empfehlen. Ich feiere den Skin nicht so und auch der Backpack ist ziemlich lame. Würde ich mir eher nicht holen. Dann haben wir noch den Petunien-Gleiter drin für 500 V-Bucks. Habe ich mir nur geholt wegen den Skin-Kombinationen, sonst hätte ich mir den eigentlich eher nicht gekauft. Dann haben wir noch den Elektro-Shuffle. Ja, ein richtig cooler Dance, kann ich auf jeden Fall empfehlen, ist einer der beliebtesten Tänze überhaupt, also 800 V-Bucks dafür auf jeden Fall okay. Dann haben wir noch den Speer drin, ja, ist ein ganz guter Skin, 800 V-Bucks ist halt kein so besonderer Skin. Und im letzten Slot haben wir dann noch den taktischen Spaten, leider klappt er sich hier nicht an, auch wenn es ein bisschen so aussieht, das ist der Sound. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir wie immer gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu seid, solltet ihr auch unbedingt noch ein Abo da lassen. Einfach kurz runterscrollen, auf Abonnieren klicken und gerne auch die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr nämlich jeden Morgen eine Benachrichtigung, was für Neues im Shop drin ist. Lohnt sich also. Und wie gesagt, wenn ihr den heute gewinnen wollt, den Kaiserin-Backpack, einfach nur Snoxy hier als Creator eintragen. Vielen, vielen Dank an wirklich jeden Einzelnen, der das macht. Nur dadurch kann ich hier so coole Gewinnspiele machen, denn nur durch euch ist das überhaupt möglich. Also tragt gerne Snoxy dort ein, wenn ihr hier bei den Gewinnspielen teilnehmen wolltet. Ich verlose es wirklich nur an die Leute, die hier auch Snoxy eingetragen haben. Also ja, vielen, vielen Dank an euch. Und jo, ansonsten würde ich sagen, könnt ihr wieder rechts um abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet. Also top oder flop. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir hören uns wahrscheinlich nachher zum nächsten Video. Bis dann, macht's gut und rein. Tschüss.